Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreadnought 2. Ja, in der letzten Folge sind wir in das Haus von der Miss Siska eingedrungen, beziehungsweise reingekommen. Und ja, es heißt ja immer sprichwörtlich, ne, der Keller, jeder hat seine Leichen im Keller. Ich glaube, die Miss Siska hat wesentlich mehr als nur eine Leiche im Keller. Grund dafür wahrscheinlich, dass er diese Miss Siska, diese ganzen Leichen in ihrem Keller hat, liegt wohl daran, dass das von diesem komischen Schlangenkult wohl zusammenhängt. Dass es wahrscheinlich echt irgendwie so einen Schlangenkult gibt, oder es gibt ja diesen Schlangenkult offenbar, und dieser Schlangenkult ist dann wahrscheinlich, oder denke ich mal, im Keller von der Miss Siska heimisch. So komische, das Messer, was soll das, wie so eine Art Messer darstellen, auch keine Ahnung, das ist auf jeden Fall verdammt seltsam. Was haben wir jetzt gefunden? Ah, noch ein suspicious key. Also ja, das ist sehr sehr seltsam hier, das Ganze. Ich meine, was ist das für ein riesiger Keller, frage ich mich. Ich meine, das Haus von der Miss Siska ist ja schon groß ein und für sich, aber der Keller, der ist ja dreimal so groß. Wenn nicht sogar noch größer. You unlocked the door. Okay. Das ist schön. Habe ich das Ding gefunden? Okay. Hier geht's nicht weiter. Ich hab da irgendwas gehört. Ich hoffe, wir sollten nicht da rein. Uff, was auch immer das da hinter der Tür gewesen ist, ey. Oh. Auf jeden Fall verdammt gruselig. Ach, verdammt, wir haben ja auch diesen komischen Geistern hier den Weg versperrt, stimmt ja. So, der versperrt uns jetzt nicht mehr den Weg. So. Oh, alles in Rot. Ich muss mich echt manchmal zurückhalten, oder ich muss echt mal anfangen, mich ein bisschen zurückzuhalten, dass ich das Spiel jetzt hier nicht gerade in einem Stück durchspiele, weil das Spiel macht mir echt so ein bisschen Spaß. So. Pardon, Grand Mister's Old Diary. An old diary belonged to Pardon, Grandmaster. Was? One page does contain in the damn tractor say cost me my making this complete. Ja, da oben hockt er. Okay, hier ist dieser Bannkreis, den ja die Katze da vorhin gezeichnet hat. Oh, was ist denn hier los? Aha.
Aha, warte mal. Okay, warte mal. Warte. Was heißt denn der so? Dann das? Nein. Okay, warte mal. Zack, zack. Ich den jetzt so. Okay. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist das jetzt so. Warte mal, wenn ich jetzt den hier rauf mache. Okay. Mach das. Das weiß ich doch, doch, das ist doch kein A. Jetzt den Betätiger gehen. Ha, okay. Okay. Das Ding habe ich schon. Ich glaube, ich brauche nämlich 4 von diesen Dingern. Von diesen komischen Dingern, die in den Vitrinen da drin sind. Aber ich habe bis jetzt nur einen auf der einen Seite und jetzt hier einen auf der anderen Seite gefunden. Ich glaube, ich brauche 4 Stück. Die hat alle 4 auf dieses Podest da drauf. Und das heißt, ich muss, glaube ich, irgendwo nochmal gleich in das erste Gebiet, wo wir gewesen sind, wohl rein. Und dort nach dem... Okay, es ist von der anderen Seite verschlossen. Jedenfalls dort wohl nach der... ja... Nach wahrscheinlich dem fehlenden Dings suchen. Nach diesem fehlenden Gegenstand. Guck mal, das ist es. Warte mal, wir haben ja. Wir haben das ja momentan im Dings. So, Lifestone, okay. Ein Lifestone. Hm. Was der komische, sag jetzt mal, Schlangenkult überhaupt vorhat. Ja, offensichtlich irgendwas, was dieser Schlangenkult ja will. Und das soll die Familie von der Linda wohl was dagegen hat. Hier ist schon mal die Vitrine. Gott. Was ist denn das hier für ein Ort? Oh, noch so ein Rätsel. Ist jetzt genauso gesteuert wird? Ja, wird genauso gesteuert. Hier ist ein bisschen doof, dass ich jetzt keine Ahnung habe, was ich nochmal drücken muss.
So geht's auch. Okay, da haben wir schon mal zwei. Jetzt uns fehlt wahrscheinlich noch ein drittes. Aber hier ist nichts. Okay. Wo hockt der denn? Nicht. Okay, der wird wahrscheinlich dann nicht hier in dem Gang sein, sondern drüben um die Ecke wahrscheinlich hocken. Ja, da ist er doch. Okay, muss man also dreimal treffen, so normal. So. Komische Geisterwesen, ey. Puh. Danke. Ich wollte sagen, kannst du mich wieder durchlassen? Da. Oh, wow. Eine eigene Schneiderei haben sie jetzt auch noch hier. Und. Uff. Komische Bilder. Oh, jetzt ist es unlocked. Ich bin wieder am Anfang. Okay, warte mal. So, dann muss ich wohl oder übel nochmal auf die eine Seite, wo wir zu Anfang gewesen sind. Oder wo wir zu Anfang reingerannt sind. Und da nochmal nach den einen vergessenen oder verlorenen, übersehenen, was auch immer. Ja, ein Stein fehlt noch, also müssen wir hier rein nochmal jeden Gang nochmal durchsuchen. So, wir haben nämlich hier irgendwas hier hinter. Das klingt nämlich nicht so gut, was dahinter ist. Ja. Das schnauft nämlich. So, wir sind hier lang. Warte, hier. Genau, hier. Hier fahren wir schon. Hier ist dieses komische, weisungsvolle Bild. Genau, hier ist ja dieser komische Gang, den ich gefunden habe. Ist ja das erste Teil ja gewesen. So. Nee, warte mal, hier ist sogar nichts drin. Oder habe ich es da rausgenommen? Nee, ich hab hier nur einen Schlüssel gefunden. Warte mal. Muss ich dann doch hier rein? So, hier war ein komischer Leichenhaufen mit dem Text und mit dem. Wie nennt sich das, der Body Count, was da ja stand? Hier waren die Typen gewesen, also hier war ja auch Geister gewesen. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Also entweder sind wir jetzt wieder Opfer eines Bugs geworden. Oder doch kein Bug. Thank you.
Safe kommen wir hier nicht durch. Warte mal, hä? Du bist jetzt tot oder? Nein, du lebst noch. Okay, vergiss, was ich fragen wollte oder was auch immer. Ich glaube, der lebt noch ein bisschen länger. Ah, ne. Okay. Was? Item added in my inventory. Okay. Warte mal. Inventory. Hier ist ein Schlüssel. Was? Secret Library Key. Okay. Was war das jetzt für ein Wesen? Was war der hier? Secret Library Key. Moment. Ist jetzt dieses Secret Library jetzt hier unten oder ist das oben? Warte, nee, Moment. Ha, ich weiß es. Auf dem Weg nach unten hier in dem Keller war doch eine verschlossene Tür. Wahrscheinlich wird der Schlüssel dafür sein. Schätze ich mal. Ganz stark. Ich hoffe es. Irgendwie. So, Moment. Das war dann hier lang. Hier ist es schon mal nicht. Okay. Jetzt mal. War doch. Ich glaube zumindest, dass das jetzt da war. Oh, okay. Schon gefunden. Boah, liegen so viele Sachen rum. Was ist denn hier los? Uff. So viele Sachen jetzt zum Lesen. Schande. Schande. Okay, die Leute, die sich das gerne durchlesen wollen, können das gerne machen. Können gerne auf Pause drücken und sich das mal alles in Ruhe durchlesen. Ich werde es, denke ich mal, auch irgendwann mal offscreen machen, mir das mal in Ruhe durchlesen. Weil ich hatte nämlich das krasse Gefühl, dass da irgendwas ist. Dass da wohl irgendwas ist, was, ja. Was wohl mit der Siska-Familie da wohl auf sich hat, aber. Irgendwie komme ich hier auch nicht weiter. Wir hatten aber dann noch weiter oben doch auch noch so eine verschlossene Tür, oder nicht? Das war doch hier vorne? Ne, warte mal, hier sind wir runtergekommen, ne? Ja, das ist hier verschlossen, genau. Sind wir hier runtergegangen?
hier war komplett zu. Okay, also muss hier dann noch irgendwas sein, was hier in dieser Bücherei ist, außer diese, ich sag jetzt mal, diese Dingsartikel, diese Zeitungsartikel. Ich glaube, das war jetzt gerade auch nur mit dem Schlüssel, mit dem geheimen Schlüssel für, das, ich sag, wollte schon gerade sagen, geheime Labor, für die geheime Bücherei. Das war, denke ich mal, nur Dings, so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Spezial, dass man halt so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte erfährt. Dass man überhaupt weiß, warum das alles überhaupt so ist, wie es ist und so. Och. Ey, Leute, ich bin so blöd. Hier ist auch das letzte Teil, Mann, ey. So, alle Teile sind da. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Okay. Jetzt schon mal. Au! Udah, Mane, penjaga kegelapan. Ich verstehe kein Wort. Aua! Ist das Ding an meinem Arm festgekettet mit Stacheldraht? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ah, ich kann wieder. Ich kann wieder meine Gegner blitzdingsen. Das ist aber ganz schön fies, die Olle. Lasst euch nicht von dem Anblick des Mädels täuschen. Die ist ganz schön jetzt faustdick hinter den Ohren. Kann es sein, dass es jetzt hier. Okay. Wir benutzen eine Labyrinth-Technik einfach. Wir rennen einfach irgendwie links irgendwie an der Wand entlang und hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal es schaffen, rauszukommen. Aha. Hier geht's zu. Hier geht's auf, da geht's auf. Sein. Dass ich jetzt doch einen anderen Weg gehen muss. Hier ist zu. Ne, jetzt ist hier auf. Oh Gott. Tod, der lebt noch. Oh, das ging natürlich voll daneben. Das ging auch voll daneben. Frage ist, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Glaube ich, ein ziemlich langes Unterfangen jetzt werden, wenn wir es hier total blind und doof hier durch die Gänge laufen. Aua!
Oh, ich sehe es. Aber es sieht... Okay. Auf jeden Fall schon mal tot. Und wir müssen jetzt, denke ich mal, ich renne jetzt mal hier lang. Ah, ich wollte gerade sagen, schnell in Deckung gehen. Aber gut. Freunde, ich würde an dieser Stelle sagen, wir beenden diese Folge. Hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge wesentlich weiterkommen als jetzt. Ja gut, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dreadout 2. Bis dahin, ciao.